Moin, ich leg los. Ist okay? Ja, ich freue mich, dass ein paar da sind. Ich bin immer, wenn ich hier bin, werde ich immer ein bisschen nostalgisch. Das letzte Mal war ich vor 3 Jahren da. Und aber was für Datenschutz erzählt. Ein paar Folien von vor 3 Jahren sind immer noch drin. Das spricht für die Folien. Ich rede schnell. Ich werde auch weiter schnell reden, aber ich kriege das auch nicht weg. Ich möchte euch was zu Datenschutz erzählen. Robert hatte mich angehauen. Ich hatte mal einen Workshop gemacht und Robert fand ihn ganz gut. Und ich erzähle gerne mal wieder was dazu gekommen ist. Was will ich machen? Ich will einmal ganz kurz sagen, was Datenschutz ist. Das wird Robert kennen. Damit provoziere ich euch, weil ich euch sage, ihr habt keine Ahnung von Datenschutz. Durch die Bank habt ihr keine Ahnung von Datenschutz. Dann erzähle ich euch was zum Datenschutzrecht und sage ein bisschen, was zu tun ist eigentlich, was Datenschutz angeht. Ich habe mal was von, ja? Das ist eine gute Idee, hatte ich mir auch vorgenommen. Das habe ich bei Asran. Stellt euch bitte mal ganz kurz vor, das zu machen. Erzähl mal bitte, was macht ihr? Aber ihr euch auch. Das habe ich letztens gesehen, wir sind so wenige, dass ihr mal ganz kurz erzählt, was ihr macht. Mein Name ist Martin Rost, ich arbeite beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz, bin dort Techniker. Ich bin aber auch der Theoretiker und Methodiker, so was Datenschutz angeht. Also wie prüft man eigentlich? Wenn Kollegen mir sagen, sie prüfen, dann und ich frage danach, was prüfst du denn, habe ich oftmals keine guten Antworten bekommen. Und daran habe ich sehr gelitten. Und deswegen ist daraus eine bestimmte Methodik entstanden, die erzähle ich nur ganz kurz hier. Aber dieses Missverständnis würde ich das ganz gerne nehmen, wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellt, wenn ihr Lust habt, was ihr macht. Was mich interessiert, ist professioneller Hintergrund, was man macht und was man jetzt hier erwartet. Fang doch mal bitte an. Okay, also ich höre hier vor allen Dingen Informationssicherheit. Ich habe auch nichts anderes erwartet, raus. Das ist eine These von Kaspersky. Ich denke, dass wir bereits in der Post-Privacy-Gesellschaft leben. Wir teilen riesige Mengen an Informationen im Internet. Wir nutzen zum Beispiel Kreditkarten, Transaktionen werden aufgezeichnet. Datenschutz ist wahrscheinlich nur noch in einem entlegenen sibirischen Dorf oder auf einer weit entfernten pazifischen Insel möglich. Auf der es keinen Mobilfunk, kein Internet und keine Sicherheitskameras gibt, Kaspersky. So, was würdet ihr dazu sagen? Stimmt die These? Wer würde das zustimmen? Einfach mal Hand heben. Oder so sagen, das kann ja irgendwie nicht ganz verkehrt sein. So. Und wer findet die These einfach unzureichend? So. Oh, Hälfte, Hälfte. Ja, Kaspersky hat auch keine Ahnung von Datenschutz. Der macht IT-Sicherheit. Und einen Aspekt, den ich heute Abend ein bisschen erzählen möchte, deswegen mache ich mich auch abends mal auf, um gerade den Techies mal zu erzählen, dass nur weil ein bisschen rumverschlüsselt wird und ein bisschen mit PGP-Erzählern umgehen können. Und also mit. Bitte? Und nachverschlüsseln könnt und ihr wisst, was Hashwerte sind und so weiter, dass ihr damit aber für Datenschutz nichts von Datenschutz verstanden habt. Ich kann das deshalb so hart sagen, weil ich sozusagen selber auch lange Zeit auf der anderen Seite war und einfach Datenschutz einfach nicht verstanden hatte. Und die Techniker werden einfach noch mehr zunehmend mehr zum Problem statt zu einem Teil der Lösung. Und auch die Arroganz der Techniker ist hart. Also wenn man zum Beispiel, ich bin vor 5 Jahren ungefähr im Datenschutz angefangen, wenn ich mal so gefragt habe, meine Juristenkollegen, sag mir mal bitte, was Datenschutz ist. Und dann habe ich eine Antwort von meinen Juristen bekommen. Datenschutz ist das, was im Datenschutzrecht steht. Und mir war klar, das ist falsch. Weil das Datenschutzrecht soll ein Problem, wie jedes Recht soll Datenschutzrecht ein Problem lösen. Es geht um eine Konfliktlösung. Was ist der Konflikt, auf den das Datenschutzrecht nur noch eine Reaktion ist? Das würde ich eigentlich erstmal ganz gern wissen. Also, woran besteht eigentlich der genaue strukturelle Konflikt, den Datenschutz lösen soll? Darauf habe ich von Juristen keine Antwort bekommen. Habe ich meine Technikerkollegen gefragt, sowas, dann haben sie oftmals Datenschutz mit IT-Sicherheit gleichgesetzt. Sozusagen, Datenschutz sind ja nur personenbezogene Daten und die machen wir mal besonders sicher. Dann machen wir Datenschutz. Nee, ist auch falsch. Also ein technisch vollkommen sicheres System, das wir ja sowieso nicht hinkriegen, kann vollkommen unrechtmäßig betrieben werden und an allem vorbei. Also Datenschutz und IT-Sicherheit stehen im Konfliktverhältnis. Datenschutz führt grundrechtlich, aber wem gilt der Schutz? Das ist die Frage. Wem gilt denn der Schutz? Datenschutz ist eine Antwort auf die Frage, wem eigentlich der Schutz gilt. Also perfekt sicher und trotzdem datenschutzmäßig eine volle Katastrophe. Das müssen Techniker verstehen. Und fragt man mal einen Philosophen oder einen Soziologen hier zum Beispiel, ja, dann ist es so, dass wir ein Bedürfnis nach Privatheit haben oder ein Bedürfnis nach Rebellion. Dass wir so erdrückt werden von der Gesellschaft und wir sind alles rebellisch. Unsere Selbstwahrnehmung ist alles. Wir sind alles Rebellen. Das ist unsere Selbstwahrnehmung. Das ist die Standardwahrnehmung, die wir von uns selber haben. Ich bin von Haus aus ausgebildet als Soziologe. Also habe ich diese mentale Verfasstheit, sozusagen, ich bin eigentlich der nicht festgestellte Anarchist, ist die Standardeinstellung seit ungefähr 100 Jahren, zumindest in den westlichen Großstädten dieser Welt. So, aber das ist kein Grund für Datenschutz. Also deswegen gibt es nicht Datenschutz.
sondern Datenschutz ist dieses ganze Konzept der informationellen Selbstbestimmung, ist eine funktionale Voraussetzung für das Funktionieren moderner Gesellschaften. Nur moderne Gesellschaften haben Datenschutzprobleme. Alle Gesellschaften haben Sicherheitsprobleme, aber nur moderne Gesellschaften haben Datenschutzprobleme. Und nun ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt mir mehr Zeit nehmen wollte, würde ich euch jetzt einzeln fragen, sag mal, was du unter Datenschutz verstehst. Das mache ich normalerweise. Und dann kriege ich zum Teil entsetzliche Antworten, gerade unter Informatikstudenten, die dümmsten. Damit die dümmsten Antworten, die man kriegt, sind Informatikstudenten, sorry. Aber das ist meine Erfahrung und ich war schon in einigen Hochschulen. Ja, nun ist aber genug mit Provokation. Man muss auch nicht. So, was ist dann Datenschutz? Also Datenschutz ist beobachtet, beurteilt und gestaltet, also hat einen Gestaltungsauftrag, die asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen Organisation und Person aus der Perspektive des Risikonehmers Person. Das gilt es erstmal zu verstehen. Das Risiko erzeugt die Organisation und die Person sind die Risikonehmer. Die müssen das sozusagen nehmen, was die Organisation mit unseren Daten machen. Darum geht's. Um diese asymmetrische Machtbeziehung. Da ist nicht von Privatheit die Rede. Oder irgendwie von ich bin rebellisch und will jetzt mich nicht drangsalieren lassen, irgendwie sowas. Sondern es geht um Machtasymmetrie. Die ist immer da. Staat per Bürger sowieso, völlig klar. Aber jetzt kann ich mal ich kann jetzt hier alles Mögliche durchdeklinieren, was hier so ist. Amazon und eBay und Facebook und Google. Könnte ich jetzt, und Apple, ja? Alle, die ganz stark sind, die uns sagen, wie wir mit Maschinen umzugehen haben. Darum geht's. Also Datenschutz ist eine Macht, thematisiert Macht. So, und die Angreifer des Datenschutzes, die wichtigsten Angreifer im Datenschutz sind die Organisationen, die Daten verarbeiten, nicht die Hacker. Uns interessieren die Hacker fast gar nicht, nicht mehr. Sondern das ist immer die Organisation, die Stelle, die selbst die Daten verarbeitet. Und jetzt gibt es weitere typische Angreifer. Es ist nicht der Hacker, sondern es sind Sicherheitsbehörden, Leistungsverwaltung, Bereitstellung von Infrastrukturdiensten, hier die ganzen Access-Provider und so weiter, Bereitstellung kritischer Infrastruktur, Energieversorger, Versicherung, Banken, Versorgungs-, Krankenhäuser, Ärzte, dieser. Das sind alles die Angreifer aus der Datenschutzperspektive. So, die gucken wir uns an. Die erzeugen die Risiken, die ganzen Grundrechtseingriffsrisiken. Und dann kommen noch so ein bisschen Hacker, kommen mit rein. Dafür haben wir bei den Organisationen mittlerweile die IT-Sicherheitsbeauftragten, nicht mehr die Datenschützer. Die Datenschützer machen die Machtasymmetrie. Die IT-Sicherheitsleute machen die IT-Sicherheit. Im Interesse der Organisation. Wir Datenschützer interessieren uns dafür für die Datenverarbeitung an sich, dass die fair gestaltet ist. So, dann gibt es noch einen weiteren Angreifer, untätige Aufsichtsbehörden. Wenn so Datenschutzaufsichtsbehörden nichts tun, ist es auch eine Gefahr für den einzelnen Bürger. So, das muss einem erstmal klar sein. Das müssen Leute, die aus der Technik kommen, erstmal lernen. Das musste ich auch über Jahre lernen, mir aber im Grunde aber selber beibringen. Wieso stehen die Aufsichtsbehörden so weit unten? Einfach nur zur Provokation. Den Hacker habe ich, weil wenn ich jetzt fragen würde, wer ist der Angreifer, dann würde ich immer als erstes den Hacker bekommen, typischerweise bei euch. Sowas. Ich würde nicht bekommen, dass die Organisation selber, also der Staat, die Ärzte, die Angreifer sind. Ja? Ja, also ich höre jetzt schon ganz oft, dass die Techniker das nicht so richtig verstehen. Ja. Aber oft haben die Techniker auch das Problem, dass die Geschäftsführer das nicht verstehen. Ja. Keiner versteht nichts. Das ist klar. Also, darum geht es ja. Ich wollte jetzt auch aufhören mit den Provokationen, sondern ich wollte ja nur eure Aufmerksamkeit haben, dass die Arroganz, die Techniker-Arroganz, die ich selber jahrelang hatte, ich habe ganz früh asymmetrische Verschlüsselung mir selber beibringen müssen, weil mir das niemand erklären konnte. Ich habe den PGP ganz früh, ich habe das auch selber kompiliert zum Teil, das konnte niemand machen, weil ich mich gerade ein Buch geschrieben hatte. Also, und meine Arroganz war gigantisch damals, vor vielen, vielen Jahren. Und die Arroganz sehe ich bei den Kollegen, bei den Technikkollegen immer noch so. Da wird ein bisschen rumverschlüsselt, ja, und? Das ändert an der Machtasymmetrie gar nichts. Genau, okay. Aber angenommen, wir haben einen Techniker, der das verstanden hat, hat er immer noch Karriere. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Aber über die Dummheit der Menschen möchte ich nicht reden, weil das interessiert mich nicht die Bohne. Wir sind ungefähr alle gleich doof. Also ich bin nicht schlauer, ich beanspruche nur durchschnittliche Intelligenz. Das heißt, das ganze Weltproblem muss mit durchschnittlicher Intelligenz bewältigt werden können. Das ist die Okay. Jetzt ist die IT-Sicherheit, jede Person kann ein Angreifer sein. Das muss man unterstellen, wenn man sich um Sicherheit kümmert. Deshalb muss ich mich einloggen auf meiner Maschine. Ich muss mich authentisieren gegenüber meiner Organisation. Vollkommen klar. Jetzt ist die Frage an euch, was unterstellt Datenschutz? Was unterstellt er? Wer ist der Angreifer? Jede Person kann ein Angreifer sein. Wie gesagt, Datenschutz unterstellt, jede Organisation ist ein Angreifer. Ist logisch. Jede Organisation ist ein Angreifer. Traue keiner Organisation. Für Kryptologen, Bob ist der Angreifer. Und das hier, wunderbar, ich merke den Informatiker, fängt an zu grinsen, ja, Bob ist Angreifer, Alice soll mit ihm kommunizieren und gleichzeitig darf sie ihm nicht trauen. Aber das ist die Situation im Datenschutz. Bob ist Organisation
Setzt für Organisation ein, was ihr wollt. Arbeitgeber, euren Verein, setzt die ganzen Interaktionsbeziehungen, die ihr zu den verschiedenen amerikanischen Unternehmen habt und so weiter, setzt das mal ein und so weiter. Das heißt, Bob ist nicht zu trauen. Und weil Bob nicht zu trauen ist, ist dieses gesamte Datenschutzproblem auch ein rechtliches Problem. Man wird die Juristen nicht los. Die müssen nämlich abwägen, wie viel Vertrauen man trotzdem doch noch zu Bob haben muss. So, und welche Sicherheit ist gemeint? Wenn ich auch Zeit habe und Workshops, mache ich normalerweise auch so, wenn wir jeder definieren, was Safety von Security, von Data Protection unterscheidet. Privacy ist noch nicht drin. Also Safety ist normale Systemausfälle, Leitungsausfälle, Verschleiß, das Übliche, was man so macht, wenn man weiß, dass eine Festplatte irgendwie 3 Jahre hält, dann in 3 Jahren muss man eine neue Festplatte reinsetzen. Das war am Anfang vom Datenschutz auch noch nicht klar, dass sich die Datenschutz auch noch um Safety kümmern sollten. IT-Security gilt dem Schutz von Geschäftsprozessen, von Organisationen vor zielgerichteten und böswilligen Eingriffen von innen und von außen. Security macht, schützt Organisation, schützt keine Person. Personal Security ist das, was wir auf unseren eigenen Maschinen machen. Und Data Protection gilt dem Schutz von Betroffenen vor unnötigen Beeinträchtigungen, das ist was anderes. Durch auch ordnungsgemäß agierende Organisationen mit Schutzvorkehrungen auf Seiten der Organisation. Das heißt, es geht darum, dass die Organisationen was zu tun haben, damit sie überhaupt in den Fairnessbereich kommen, weil es strukturell unfair ist, wie sie handeln. Sie sind immer die Stärkeren. Dafür müssen die Organisationen was tun, um das Rechtsstaatsversprechen, dass man eigentlich zu einer Symmetrie kommt. Eigentlich geht es um Augenhöhe, auch zu einer Organisation. Was kann man an Maßnahmen machen auf der Organisationsseite, damit es Augenhöhe gibt? Das ist der Punkt. Und dann haben wir noch, jetzt haben wir Privacy, gilt dem Schutz von Personen vor Übergriffen durch Personen oder Organisationen mit Schutzvorkehrungen, insbesondere auf Seiten der Person, also auf dem PC. Das, was wir auf unseren Mühlen machen. Da kann man ein bisschen, das hattest du gesagt, dass man sich dafür interessiert, was kann ich auf meiner Mühle machen, damit ich was für meinen Datenschutz tue. Ich sage, du kannst gar nichts machen, das ist albern, du kompilierst nichts. Hast du einen C-Compiler selber gemacht? Hast du nicht, du nimmst einen C-Compiler. Hast du die Libraries, die du einbindest, selbst wenn du alles auf deiner Mühle selber machst und selber alles kompilierst, das ist doch ein Witz. Du hast und wenn du sagst, ja, ich habe einen eigenen Compiler gebaut, sagst, aber die CPU hast du nicht selber gebaut. Oder weißt du, was in der CPU drin ist? Okay, du hast nur deine CPU selber. Also, ich glaube, der Vertrauensanker ist nicht bei dir, sondern muss auf Gesellschaft sein. Es muss so sein, dass Organisationen die CPUs bauen und Organisationen, die programmieren, die Libraries bauen, dass die fair handeln. Fair sind. Das ist der Job des Datenschutzes. So, jetzt haben wir, was für eine Situation haben wir jetzt gerade beim Datenschutz? Ne? Das personenbezogene Daten als Rohstoff, Zahlungsmittel des 21. Jahrhunderts, Bitkom, das ist so dieser Industrieverband, das kennt ihr natürlich alle, so der ganzen Internetwirtschaft, Bundesregierung, Primat der Wirtschaft, Zurückdrängen des Datenschutzes, Datenschutz ist irgendwie nur Scheiße, Datenrecht im Datensparsamkeit wird hochgejatzt alles, keine Zweckbindung mehr, ihr wisst vielleicht, das ist für den Datenschutz ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sondern irgendwie alles mit Big Data, alles mit den Daten machen dürfen und wir müssen ja gegenüber China und USA überrennen und ja, müsst ihr konkurrenzfähig sein. Das ist im Moment so die politische Agenda, so das Narrativ, weshalb Datenschutz irgendwie nur noch als unsexy wahrgenommen wird. Oder dann auf der einen Seite pocht man auf den hohen Datenschutzstandard, ganz toll mit BDSG, ist aber gar nicht so toll. Wir haben gar nicht so ein tolles Datenschutzrecht, stimmt überhaupt gar nicht. Es hat zum Teil ein astreines Datenschutzrecht, ist witzigerweise in Südamerika, da kann man mal hingucken, wenn man sich das anguckt, wie die davor sind, was eigentlich verfassungsrechtlich zugestandene was Grundrechte angeht. Also so toll ist das gar nicht. Also auf der einen Seite sagt man tolles, hohen Datenschutzstandard, auf der anderen Seite bremst aber die Politik extrem, was Datenschutz angeht. Also wenn man sich anguckt, dass Bundesinnenminister Friedrich 2012 noch eine Selbstregulierung vor der Verordnung hatte. Das eine ist ein Gesetz, das muss gemacht werden. Das andere ist ein bisschen Selbstorganisation, dass man sie nicht wirklich kriegen kann. Also ich finde das einfach einen unfassbaren Vorschlag gewesen. Abschaffung des Gesetzesvorbehalts im Privatbereich. Ich sage euch gleich noch genau, was dahinter steht. Man wollte versuchen, eine Richtlinie statt eine Verordnung durchzusetzen. Wenn Brüssel eine Verordnung durchsetzt, dann ist es unmittelbar geltendes Recht in EU-Land. Da muss man nicht erst noch, wenn sich Brüssel was ausgedacht hat, das noch ins deutsches Recht übersetzen, sondern es gilt unmittelbar. Die Datenschutzverordnung, wo ich ganz kurz gleich was zu sage, ist unmittelbar geltendes Recht. Wollte man auch nicht in Deutschland. Man wollte mal so eine Richtlinie haben und mal gucken, was man dann selber noch in Deutschland draus macht. Und dann, dass Merkel und Gabriel gerade die Big Data-Geschichten loben, geschenkt. So, und was aber ganz gut ist, was sehr, sehr gut ist, ist der Europäische Gerichtshof. Der fängt diesen ganzen Mist, den die Politik macht, hier diesen ganzen Kram, fangen die auf der obersten Gerichtsbarkeitsebene, fangen die wieder gut ein. Diese Personenkennzeichenabkommen, und der war grundrechtswidrig, war der jetzt zuletzt festgestellt worden. Die Vorratsdatenrichtlinie war unzulässig. Die Google-Suche muss Ergebnisse löschen können. All so ein Zeugs, will ich jetzt nicht ganz vorlesen. Aber der EuGH fängt all und bis vor kurzem an das Bundesverfassungsgericht, haben diesen ganzen Mist immer wieder eingefangen.
Soweit ungefähr, so ganz grob jetzt, so was heißt Datenschutz und zweitens, wie ist eigentlich so die politische Situation? Jetzt mache ich nur ganz kurz Datenschutzrecht, weil das ist das Regelset. Und wenn ein Techniker fragt, ja, warum muss ich denn eigentlich verschlüsseln? Und warum muss ich da eine Signatur raufsetzen? Wo kommt denn das hier? Wieso muss ich das denn? Kann ich doch machen und kann ich das sein lassen? Nee, das Datenschutzrecht sagt, was man machen muss. Also man muss ins Recht gucken, als Techniker. Das ist nicht frei geschöpft. Also, wir haben erstmal einen ganz groben Überblick, das interessiert dich ja irgendwie vielleicht. Also, diese Datenschutzgrundverordnung gilt ab 25. Mai 2018 in ganz EU-Land. Löst das Bundesdatenschutzgesetz ab und wir haben ein Bundesdatenschutzgesetz für viele TK-Unternehmen zuständig und auch für, im Privatbereich vielfach. Und dann haben wir 16 Landesdatenschutzgesetze für die ganze öffentliche Verwaltung auf Landesebene, BDSG für die öffentliche Verwaltung auf Bundesebene. Das Ganze ist schon in Kraft getreten, aber die direkte Anwendbarkeit von diesem Datenschutzgrundverordnung läuft 25. Mai an. Wir haben tierische Nachfragen im Moment nach Datenschutzschulung. So, dass ich hier bin, ist einfach so, weil ich noch Bock hatte. Eigentlich bin ich nur noch unterwegs, weil wir dauernd den Organisationen klar machen müssen, was da auf sie zukommt. Dann wird es ein neues Bundesdatenschutzgesetz geben, weil die DSGVO ein ganz paar Sachen noch nicht genau spezifiziert. Die werden darin noch spezifiziert. Da wird ein bisschen was für Videoüberwachung drinstehen, Arbeitnehmerdatenschutz und Datenschutzbeauftragte. Die wird man in BDSG nochmal spezial regeln. Da hat man ein bisschen Freiheiten gelassen. Dann haben wir noch die Privacy-Verordnung, da geht es TKG, TMG, da geht es darum, die ganze Telekommunikation, alles das, was im Internet passiert, die wird in der EU-Privacy-Verordnung wieder, Verordnung, die geht unmittelbar dann, wird das geregelt. Ganz, ganz heiter Fight, die Lobbyisten laufen gerade Sturm dagegen, weil die ist eigentlich noch besser als die DSGVO. Wird aber wahrscheinlich nicht im Mai antreten, das wird wahrscheinlich nichts werden. Und dann wird es noch ein Landesdatenschutzgesetz noch wieder geben. Das sind wieder so ein paar Sachen, landesrechtliche Zuständigkeit, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, gibt nur einen Entwurf. Aber das ist ungefähr das Datenschutzregime, was einen interessieren muss, wenn man draußen mit Organisationen zu tun hat. Wenn man das ganz runterstrippt, in deinem Falle, du wirst jetzt wissen, was da los ist, ne? Kümmerst du dich nur darum, guckst dir nur die DSGVO an. Und die guckst du dir aber auch an. Am Sonntagnachmittag, keiner will mit dir spazieren, alle lassen dich in Ruhe, du hast keinen Bock noch zu programmieren, dann guckst du mal 2 Stunden nur in die DSGVO rein, kannst du runterladen. Und dann gehst du über ein paar Artikel rein und kriegst den Zugriff. Aber es wird nicht erspart bleiben, wenn man damit zu tun hat. Was sind Datenschutzgrundverordnung? Einige Sachen sind ganz gut. Europaweit einheitlich verbindliche Regeln, außer für England und so, ist klar. Marktortprinzip heißt da, dass man dort, wo eine Organisation auftritt, dort als Betroffener auch vor Gericht gehen kann. Super wichtig bezüglich Facebook. Facebook kriegt ihr ja gar nicht ran. Man kann sich mit Facebook ja gar nicht richtig anlegen. Also es soll auch eine zuständige Aufsicht noch geben. Als Betroffener soll man sich jetzt nicht in Portugal rumprügeln müssen mit einer Datenschutzaufsicht, also was. Das ist alles ganz nett. Transparenz für Betroffene, Privacy by Design, Privacy by Default. Das heißt, dass Datenschutz in die Produkte selber einfließen soll. Das heißt, wenn man eine Applikation baut, dann muss sie von vornherein datenschutzgerecht sein. Und dann kann man sie ja nach und nach öffnen und sozusagen immer Datenschutz oder unsicherer und datenschutzungerechter machen. Aber erstmal muss das Ding dicht sein. Das ist die Anforderung. Man muss eine Datenschutzfolgenabschätzung führen. Jede Organisation, in der ihr arbeitet, ihr müsst am 25. Mai 2018 Datenschutzfolgenabschätzung für all eure Verfahren vorlegen. Müsst ihr erstmal wissen, was ein Verfahren ist. Mache ich jetzt nicht, müsst ihr mal wissen. Und bis dahin muss eine Datenschutzfolgenabschätzung vorliegen. Und ziemlich drastische Drohung. Bis zu 4% des letzten Jahres Umsatzes des gesamten Konzerns droht ein Bußgeld mittlerweile. Das ist doch nicht schlecht. Okay, ich möchte... was habe ich gemacht? Privacy by Design habe ich gesagt. Schutzzielbestimmung, ja, da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Pseudonymisierung und dem ganzen Technikkram. Okay. So, jetzt meine nächste Frage. Datenschutzrecht ist überhaupt nicht kompliziert. Wenn ein Techniker da rangeht und einen Juristen so lange quält, bis ihm endlich sagt, was die zentrale. Es gibt eine zentrale Regelung seit 30 Jahren im Datenschutzrecht. Könnt ihr mir die nennen? Das könnte man als Bürger wissen. Da draußen steht jemand, möchte der vielleicht rein? Kommt der rein? Ich habe da draußen auch gestanden und gefroren, fast geweint. Also nochmal, das ist jetzt ganz zentral. Es gibt eine zentrale, ja? Daten, die man nicht braucht, gar nicht erzählen. Nicht schlecht? Ja. Ja, es gibt eine noch härtere Regel. Das sind zwei Unterregeln. Aber es gibt noch eine ganz harte. Und dich frage ich nicht, Robert. Wenn ihr von heute Abend nichts mit nach Hause nehmt, wenn ihr nur diese Regel jetzt mitnehmt, diese eine Regel mitnehmt, dann ist der Abend nicht verloren. Ja? Nein? Auch Untermenge? Nein? Hast du noch einen? Nein? Auch alles wichtig. Also ihr seid nicht ganz unbeleckt. Das ist nicht die zentrale Regel. Das ist eine ganz harte zentrale Regel. Hallo.
willkommen. Ihr seid beim dramatischen Höhepunkt des Vortrags. Ja, ich frage nach. Ja, ist ja nach wie vor nicht schlimm. Also ich habe mich dran gewöhnt. Es gibt ich rede hier über Datenschutz, es gibt eine zentrale Regel, eine zentrale Regel, die im Datenschutzrecht, die muss man kennen. Und die kann man auch kennen. Ja, gerade Datenschutz, genau. Administriert jemand den Firewall? Administriert jemand von den Firewall? Nee, Robert, die frage ich nicht. Ist alles verbunden, was hier erlaubt ist. Deny all. Deny all ist die zentrale Regel einer Firewall. Und genauso ist das Datenschutzrecht. Organisationen dürfen keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Punkt. Das ist die zentrale Regel. So hart. Organisationen dürfen keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Das ist die zentrale Regel. Das muss man erstmal schnallen. So, jetzt kommen natürlich die Ausnahmen. Es sei denn, es gibt zwei Unterregeln, die diese Deny-All-Regel sozusagen unter Bedingungen stellen. Also erstmal, personenbezogene Organisationen dürfen keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Punkt. Bitte nach Hause und dann überlegen, also das kann nicht wahr sein, doch ist aber wahr. Es sei denn, das ist das Verbot mit Erlaubnis, Robert, Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung, es sei denn, ein Gesetz regelt die Verarbeitung, es muss ein Gesetz her oder eine Einwilligung. Deswegen stehen die Datenschützer oder stehen Organisationen immer darauf, dass man eine Einwilligung hat. Einwilligung muss freiwillig und bestimmt sein, zum Beispiel. So, jetzt überlegt mal, als ihr euren Facebook-Account angelegt habt, was sie da alles mit so einer Einwilligung freigegeben haben. Also die Facebook, aus meiner Sicht ist die Facebook-Einwilligung absolut Irrsinn, Blödsinn. Die ist nicht bestimmt. Da muss auch gesagt, was mit den Daten verarbeitet, wo die überall hingehen und so weiter. Macht Facebook, kann Facebook doch gar nicht. Weiß doch gar nicht, wo die Daten alle hingehen. Das heißt, die Einwilligung ist einfach nur ein Witz bei Facebook, wie alles ein Witz ist an diesen gesamten Konstruktionen im Moment. Also, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, entweder Gesetz, das ist die Arbeitsgrundlage der gesamten deutschen öffentlichen Verwaltung. Das ist sozusagen auch der Kern der öffentlichen Verwaltung. Ich stehe jetzt hier privat, aber wenn ich jetzt hier nicht privat stünde, sondern wenn ich jetzt dienstlich hier wäre, dann wäre das alles komplett durchgeregelt, was hier passiert gerade, auf Gesetzesgrundlage. Deswegen muss man auch, wenn man ein Gesetz ändern will, ein Gesetz haben, das ein Gesetz ändert. Okay, gut, der Punkt ist angekommen. Also Organisationen dürfen keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Apps programmiert und ihr jetzt jede Menge an Daten erhebt und so weiter, dann ist das grundrechtlich falsch, nicht erlaubt. Es geht nicht. So, als ich hörte, dass der gesamte Datenschutz jetzt nach Europa geht, 2012 war es deutlich. 2012 hieß es, der Datenschutz wird jetzt in Zukunft von Brüssel aus geregelt werden. Da dachte ich mir, ach du Scheiße. Denn ich hatte ja gerade erst begriffen, wie der Datenschutz aus Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes abgeleitet wurde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, ja, was bedeutet das? Habt ihr im Gemeinschaftskunde oder Geschichte oder Deutsch, keine Ahnung, oder Philosophie, habt ihr mal gesagt, die Würde des Menschen, das habt ihr einmal in eurer Schulzeit, habt ihr diesen Satz gelesen? Sage ich auf den Kopf zu. Und dann wird euch die Philosophielehrerin, wenn ihr nicht völlig doof gewesen ist, wird sie euch doch gefragt haben, was ist denn mit der Würde? Was ist denn die Würde des Menschen? Frag ich mal. Ja, also sich lustig drüber zu machen, das geht immer leicht. Und da Beliebiges zu imaginieren, geht auch leicht. Es gibt aber durchaus so viel Kommentarliteratur Mitte der 50er Jahre, das Ding ist ja Ende der 40er entstanden. Und da hat man ganz viel darauf rumgedacht, was denn damit eigentlich gemeint ist. Hat jemand mal ein Angebot? Was heißt denn Würde des Menschen unantastbar? Da gibt es auch verschiedene Formeln. Ja, Robert. Dass ich selber über meine Daten bestimmen kann und dass sie mich nicht missbraucht werden? Ich bin ja kein Lehrer. Also ich warte noch auf eine speziellere Formel, die das noch knackiger macht. Das ist alles wieder richtig, klar, das ist wieder richtig. Das, wenn ich jetzt kein weiteres Angebot bekomme, ja? Dass niemand Nachteile aufgrund von Person, Charakter, Geschlecht, Neigung und sonst was erfahren. Ja, das sind schon Operationalisierung, nachrangige Operationalisierung, aber worauf ich hinaus will, ist, der Mensch muss als Subjekt wahrgenommen werden, darf kein Objekt sein. Das ist eine, sondern das läuft aber darauf hinaus, was ihr schon gesagt habt. Also, ja, also die Subjektqualität ist, man ist schräg. Man ist komisch und an allem irgendwie so vorbei. Das gilt wirklich. Ist natürlich ein Witz, wenn du profiled wirst. Oder wenn die Maschinen sozusagen dich komplett scannen, alles. Du bist du nur Objekt. Wir sind sogar, ich meine, in den Datenbanken sind wir doch Objekt. So, man ist Objekt. Das ist aber nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Naja, und
In den 50er Jahren hatte man noch die Gottesebenbildnis des Menschen darin interpretiert. Das überzeugte offenbar noch Anfang der 50er Jahre, überzeugt heute ja gar nicht mehr. Wenn man sich moderne Kommentare anguckt, was heißt das? Es gibt ja jede Menge Kommentarliteratur bei den Juristen. Was heißt denn der wichtigste Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar? Dann ist heute, und das ist wichtig, dann wird heute das sozusagen modern und säkularisiert, dass die Würde entsteht von Menschen in Kommunikation. Das ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Also das lernen insbesondere dann Kinder und Kleinkinder, ob sie respektiert werden, ob sie nicht respektiert werden, gerade in ihrer Eigensinnigkeit. Also Pippi Langstrumpf, wo gerade das Schräge geradezu gefeiert wird. In den Kommunikationsbeziehungen entsteht. Ja, und die Kommunikation läuft über Internet. Das heißt, wenn das Internet zugerichtet ist, weil Facebook nur noch sagt, wie wir überhaupt miteinander kommunizieren dürfen und so weiter, dann ist das ein Angriff, wie Facebook das macht, auf die Würde des Menschen, unmittelbar. Und deswegen, das darf nicht sein, aus dem Grundgesetz. Okay, das heißt also, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist eigentlich sozusagen die kommunikative Konstitution dessen, was die Subjektivität des Menschen ausmacht, ist unantastbar. So könnte man das mal übersetzen. Und wenn wir nur noch über Internet kommunizieren, es ist also super relevant, wie fair eigentlich das Internet ist in den Kommunikationsbeziehungen und das nicht schon kaputt macht. Es ist doch ganz leicht, man kann Nein schreiben, das wird dann über verschiedene Päckchen transportiert und es kommt ein Ja dabei auf der anderen Seite raus. Facebook hat ja mit 200.000 Leuten experimentiert. Also, das wollte ich jetzt, aber ich wollte gar nicht so doll mit der Würde des Menschen, sondern ich wollte nur sagen, eigentlich, als ich also hörte, das Grundgesetz für die Verankerung des Datenschutzes verliert an Bedeutung und die Grundrechtecharta von der EU soll jetzt an Bedeutung gewinnen, dachte ich, Gefahr im Verzug. Das kann ja nur schlechter werden, weil das ja schon großartig ist. Ja, und dann habe ich mir aber die Grundrechtecharta angeguckt und habe gesehen, die ist besser als das Grundgesetz. Und ich bin noch mehr zum glühenden Europäer geworden. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wunderbar. Da ist meine ganze Kommunikationsbeziehung sind damit drin. Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Ja, Datenschutz steht unmittelbar in der Charta drin. Ja, Datenschutz steht in der Charta drin. Das muss man nicht erst zum Gesetz bauen. Das kriegt man also gar nicht raus. Man muss sonst den Charta ändern. Das wird ja nichts. Und dann ist das Verbot mit Erlaubnis vorbei. Das ist auch drin. Mit Einwilligung oder auf sonstiger gesetzlichen Grundlage. Sonst dürfen keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Und unabhängige Stelle überwacht, Kontrolle, Datenschutzkontrolle ist auch noch drin. Ja. Gewonnen. Das heißt, die kriegt man nicht weg. Die Datenschutzgrundverordnung, da kann sie dann rumformeln, aber das Ding kriegt man nicht weg. Also die entscheidenden Sachen einer modernen Gesellschaft, die seit ungefähr 100 Jahren oder vielleicht seit 50 Jahren sozusagen jedenfalls Großteil in der westlichen Welt etabliert sind, was so den Kern ausmacht, warum man vielleicht sozusagen Patriot sein, Verfassungspatriot sein kann und so weiter. Ne? Das ist in der EU-Grundrechtecharta noch besser aufgehoben als im Grundgesetz. Als ich das dann gesehen hatte, dachte ich mir, ja, dann ist alles gut. Jetzt frage ich, was sind Grundrechte? Das ist die nächste Frage. Und zwar wieder so. Ich habe euch das Deny Aller gesagt. Das ist die Kernregelung im Datenschutzrecht. Organisationen dürfen keine personenbezogenen Daten verarbeiten, es sei denn, sie haben ein Gesetz oder sie haben eine Einwilligung oder einen Vertrag. So, das nächste, was man wissen muss als normaler Bürger, was sind Grundrechte? Ich rede nicht von Bürgerrechten, ich rede auch nicht von Menschenrechten, sondern ich rede von Grundrechten. Ihr habt das gefälligst zu wissen, was Grundrechte sind. Was sind Grundrechte? Ich hätte gerne eine Formel wieder. Na, Angebote, was sind Grundrechte? Man sagt das so locker hin, aber das ist nicht so locker hingesagt, sondern da ist ein verdammt gigantisches, fantastisches Konzept hinter. Ja, ihr habt keine Formel, aber ist okay. So, ja, ich habe lange gebraucht, bis ich das kapierte. Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das ist die enge Definition. Ein Staat gewährt Bürgern Rechte, um sich gegen den Staat wehren zu können. Boah, was ist denn das für eine Konstruktion? Ich bin Zivi und ja, ich wusste, die Bundeswehr, Baudizin, Mitte der 50er Jahre, da gibt es ja den, ich weiß nicht, ob es den Bürger in Uniform. Da wird, und das ist eine Kerndoktrin der Bundeswehr, es wird vom Soldaten verlangt, dass er gegen einen unsinnigen Befehl sich verweigert. Er hat die Pflicht, einen unsinnigen Befehl zu verweigern. Das ist das Gleiche, weil er noch Bürger ist und er nicht zu Unsinn verdammt werden darf. Er bleibt Bürger, obwohl er Soldat ist. Boah, was ist das? Schnallt ihr, was das für eine Konstruktion ist? Du brauchst also einen starken Staat, damit der Gerechte einem gewähren kann, damit man sich genau gegen diesen Staat wehren kann. Das ist genau das, was in Polen und Ungarn gerade alles und in der Türkei gerade alles kaputt. Das ist sozusagen der Kern, der kaputt gemacht wird gerade dort. Beunruhigenderweise. Also, Grundrechte sind Abwehrrechte einer Person gegen eine Organisation. Das ist bitte der zweite Satz, den ihr jetzt nicht vergesst, wenn ihr heute Abend nach Hause fahrt. Ja? Ich muss nur fragen, möchtest du mal eins zurückgehen? Ja. Da im zweiten Absatz des Rechts mit Einwilligung der betreffenden Person oder auch einer sonstigen gesetzlichen Grundlage, ja. Mit dieser sonstigen gesetzlich geregelten Grundlage, also steht da nicht im Kern drin, dass
die irgendein Gesetz verfassen können, wo toll. Keinerlei Anliegen mehr geben muss? Toll. Also genau das, der Staat, und das passiert auch gerade, dass der Staat sich auf einmal tatsächlich Gesetze gibt, die nicht legitim sind. Ja, der, also legitim, ach, das ist, darf ich daher noch drauf kommen, mit dem, was dieses legitim hier heißen soll. Aber so läuft es gerade. Wenn Herr de Maizière eine Überwachung will, gibt er sich halt ein Gesetz und macht Überwachung. Aber das stimmt nicht. Ich hatte eine Folie vorausgemacht, der EuGH kassiert gerade diesen ganzen Mist, der auf der politischen Seite gemacht, kassieren die höchsten Gerichte, die sind im Moment der Anker der zivilisierten Welt, die kassieren diesen Mist, den die Politiker immer wieder machen. Aber sie sind auch, Herr de Maizière, das ist ja keine moralische Verfehlung, das ist ja strukturell angelegt. Es ist immer so, dass die Polizei sagt, die Politiker haben keine Ahnung, die machen beschissene Gesetze. Und wenn wir uns wirklich an Gesetz halten würden, könnten wir uns mit unserer Arbeit einstellen, sagt ein Polizist, der das draußen wirklich so spürt. Dass es im Rechtswerk so sein soll, dass ihm Fessel angelegt sein sollen, dass er bestimmte Sachen nicht machen soll, das ist dem Polizisten, der gerade irgendwie einen Fall lösen will, natürlich nicht gerade präsent. Das ist keine moralische Verfehlung, sondern strukturell angelegt. Dass bei einer Gewaltenteilung die Exekutive immer sagt, ja, wir können nicht richtig arbeiten. Die zwanglose Einwilligung steht aber jetzt eigentlich in der Karte auch so nicht mehr drin. Ein bisschen Einwilligung. Mit einem, das ist schon gut. Ich bin schon froh, dass nur die Einwilligung da drunter steht. Ja, aber nicht mehr so, wie es im Grundgesetz effektiv drin stand, freiwillig. Nee, da steht, das ist jetzt, es steht hier als Anker, als begrifflicher Anker drin, und in der Datenschutzgrundverordnung ist das, was das heißt, feiner ausziseliert, mit freiwillig und bestimmt, und da ist noch ein bisschen mehr drin. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte euch jetzt einmal nur zeigen, dass das gesamte Datenschutz an diesen Grundrechten orientiert entwickelt wurde. Und ich bin ja hier bei Technikern, ich will noch ein bisschen zur Technik kommen, wie man das jetzt auch alles umsetzt. So, Grundrechte habe ich einmal gemacht und jetzt gehe ich jetzt rein in die Datenschutzgrundverordnung und guck mal nur in Artikel 5, da sind die Grundsätze drin. Und ich lese das jetzt nicht vor, aber ich möchte einmal sagen, dann steht, ich habe es einmal auf fett gemacht, Transparenz muss in Verfahren, die Organisation machen, darum geht es ja, uns interessieren die Organisationen, die bestimmte Verfahren mit Personenbezug machen. Die Sachen müssen transparent sein. Sie müssen einen festgelegten, eindeutigen und legitimen Zweck haben. Legitim steckt ganz viel Musik drin, das will ich jetzt aber eigentlich, das mache ich gleich nochmal. Dann, wenn ein Verfahren gemacht wird, dann muss eine Zweckbindung sein. Man kann nicht auf einmal sagen, man macht ein bestimmtes Verfahren und hat jede Menge Daten, ach, und damit mache ich nochmal was ganz anderes. Das ist nicht erlaubt. Zweckbindung ist drin, Datenminimierung, so wenig Daten wie möglich, das läuft natürlich Backdata entgegen. Und wenn gelöscht werden muss, unverzüglich gelöscht werden und berichtigt werden, dass es richtig ist. Also das sind so die Grundsätze, die in Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung sehr, sehr spezifisch dann geworden sind. Oder auch noch, für die Zwecke, die verarbeitet werden, Geschenk- und Speicherbegrenzung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so richtig, was das heißt. Aber jetzt bin ich sicheres Fahrwasser, Integrität und Vertraulichkeit. Da weiß ich, was zu tun ist. Da muss ich ein bisschen hashen und da muss ich ein bisschen rumverschlüsseln. Das ist schon mal klar irgendwie. Steht da drin, nur in der 5. Das ist schon mal gut. Dann super wichtig strategisch, die Verantwortlichen, das sind immer die Organisationen. Also der Verantwortliche, die Organisation ist das, ist für die Einhaltung des Absatzes 1, alles das, was hier gesagt wurde, verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können. Rechenschaftspflicht. Jetzt frage ich euch mal, wie weist man denn nach, dass das Verfahren, was man gemacht hat, sozusagen diese ganzen Anforderungen jetzt erfüllt? Was macht man da, technisch? Es ist keine schwierige Frage, eine triviale Frage, einfache Frage. Was macht man? Dokumentation, okay. Ich noch mehr? Dokumentation. Ich möchte noch zwei weitere Begriffe, die so im Kontext von Dokumentation sind. Robert? Logging. Kann man auch abstrakter? Protokollierung. Ja. Protokollierung. Und einen noch. Nee, auch, aber die nicht. Spezifikation. Spezifikation, die man erwartet, damit sie das nachweisen können. Anständige Spezifikation, Pflichten, Erlassenheit, völlig steht jetzt drin. Dann eine Dokumentation, soll Ist-Abgleich, damit man prüfen kann. Und eine Protokollierung, jede Menge an Protokollierung. Dazu zeige ich gleich noch ein bisschen was. So, also das ist das Regelset. Wir haben 99, es gibt 99 Artikel. Ich habe jetzt nur mal 5 gemacht, da sind die Grundsätze drin. So, und nun ist die Frage, was ist zu tun? Und zwar einmal in technischer Hinsicht und einmal noch in politischer Hinsicht. Dazu möchte ich dann auch noch was sagen. So, das Ding ist das dritte, was ihr bitte mit nach Hause nehmt, dramaturgisch. Normalerweise baue ich das lange auf und brauche immer so 7-8 Minuten, bis ich mit der Folie durch bin. Das mache ich schneller. Die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, das sind die normalerweise die Schutzziele aus der IT-Sicherheit. Einige von euch werden das Ding kennen. Und Professor Fitzmann hatte Institut Informationssicherheit und Datenschutz, TU Dresden, hatte hier, als er den letzten Aufsatz geschrieben hatte über die Systematik der Schutzziele, hatte er festgestellt, dass das auch ein Widerspruch ist.
Das hatten seine Kollegen noch gar nicht festgestellt. Die haben immer sozusagen einfach Verfügbarkeit hochgejagt, Vertraulichkeit hochgejagt, Integrität hochgejagt, haben aber nicht feststellen können, dass das auch ein Widerspruch ist. Und das, was den Informatiker an einem Widerspruchsverhältnis unruhig macht, was soll ich denn da mit dem Widerspruch? Ist aber genau das Geschäft der Juristen. Das heißt, wenn man so als Techniker ich möchte einen Schieber haben, wenn du mir sagst, hier so, da so, gib mir mal ganz viel Verfügbarkeit, relativ wenig Verfügbarkeit und relativ viel Vertraulichkeit, das ist ja ungefähr hier oder umgekehrt zu interpretieren, dann weiß ich, was ich tun kann. Dann mache ich irgendwie vielleicht ganz viel für Vertraulichkeit und relativ wenig für die Verfügbarkeit. So ein bisschen Backup, aber irgendwie treibe ich nicht ganz so hoch mit dem Backup. Das reicht mir, in 2, 3 Generationen reicht mir nicht die 5. Und ich lage das auch nicht unbedingt ein. Ja? Das weiß ich als Techniker, aber der Jurist soll abwägen. Und damit ist ein Problem gelöst, das von David Hume. Das ist philosophisch interessant. Weil David Hume hat vor Immanuel Kant gesagt, und das muss man wissen auch, dass aus dem Sein kein Sollen folgt. So, das gibt zwar den Becher, aber dass er hier steht oder da steht, so, das ist dem Becher nicht inhärent. Ich kann ihm sozusagen er soll jetzt darstellen, weil ich das feststelle. So was. Das ist die ganzen ethischen Fragen sind von erkenntnistheoretischen Fragen erstmal auch zu trennen. Die Soll und Sein, um vom Sein zum Sollen zu kommen und vom Sollen zum Sein, also von Gesetzen zur CPU-Funktion, das sind Transformationen. Das ist immer ein Transformationsschritt. Und dieser Transformationsschritt, um vom Sein zum Sollen, vom Sollen zum Sein zu kommen, ist verlustbehaftet, sagt der Techniker. Jo, das ist immer verlustbehaftet. Das ist keine triviale Transformation. Deswegen, Juristin, sag mir mal bitte den Schieber hier und den Schieber hier und den Schieber da. Dann sage ich dir, weil ich nicht abwägen kann, ich bin nur dummer Techniker. Aber du bist Normspezialist und du kannst abwägen. Dann weiß ich genau, was zu tun ist, aber du musst abwägen. Das war der Witz. Deswegen ist das Modell ziemlich toll. So, und wie macht man das jetzt? Hier sind jetzt die Schutzziele. Ja, die Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Transparenz, nicht Verkettung, das ist Unlinkability aus der IT-Security, Unlinkability, da ist die ganze Zweckbindung drin. Man kann alles miteinander verketten, das soll man aber nicht. Und hier Uninterveniierbarkeit heißt, bau ein System so, dass du es ändern kannst. Hier, bau die perfekte Maschine. 100%iger Wirkungsgrad oder der Pharmazeut, die Pharmazeutin würde sagen, keine Nebenwirkung, die perfekte Pille. Hier aber, bau sie so, dass du sie ändern kannst. Was immer ein bisschen auch die Integrität, die Intervenierbarkeit riskiert auch immer ein bisschen die Integrität. Und Transparenz und diese Zweckbindung riskiert auch immer ein bisschen die Transparenz. So, und das ist, wie gesagt, ein Optimierungsproblem. So, und wie macht man das? Verfügbarkeit macht man durch Redundanz und Backup. Geschenkt. Verschiedene Systeme. Die Integrität macht man Authentisierung, Signaturen, Hashwertvergleiche, Vertraulichkeit, da verschlüsselt man ein bisschen. Transparenz hat man schon gesagt hier. Dokumentation, Protokollierung und auch irgendwo muss da jetzt auch noch Spezifikation stehen. Bei der Nichtverkettung, man muss rumpseudonymisieren, anonymisieren von Datenbeständen, Kommunikationsbeziehungen, Daten und Verfahren trennen. Was heißt Mandantentrennung? Ist eine virtuelle Maschine hinreichend getrennt? Irgendwo ist da mal ein Kurzschluss? Taugt der Kurzschluss? Oder muss man wirklich einzelne Racks haben und so weiter? Das ist die Frage, die unter der Nichtverkettung läuft. Und die Intervenierbarkeit ist irgendwie so, dass man auch löschen und dass man auch echt löschen kann. Jeder Techniker wisst, löschen ist ein richtiges Problem. Der Jurist sagt löschen. Und wir haben ein Problem. Ja, was meinst du denn? Da muss man ganz doll nachfragen. Und so, machst du wirklich kaputt machen? Okay, das heißt, wir haben jetzt also zu jedem Schutzziel, zwischen den Schutzzielen ist abzuwägen, das machen die Juristen. Wir wissen, und wenn die Juristen uns sagen, da, da und da, das wollen wir haben in einem Verfahren, dann können wir genau sagen, was wir hier an Technik benutzen müssen. Ja, so, das heißt, dass diese Schutzziele, diese ganzen Schutzzielgeschichten, Abwägung entlang der 3 Dualachsen, das ist toll. Wir stellen Schutzmaßnahmen bereit, wenn wir die Schutzziele kennen. Jetzt kann auch der Betriebswirt kalkulieren. Wenn er die Schutzmaßnahmen kennt, die ich hier gerade eben aufgezeichnet hatte, so, dann kann man auch sagen, was zum Beispiel Datenschutz und IT-Sicherheit kostet. Der Betriebswirt muss das wissen, der muss kalkulieren können. Und dieses ganze Konzept, ob das überhaupt taugt, das macht die Wissenschaft. So, die soll mal sehen, ob die ganzen Schutzziele, ist das vollständig? Wieso sind es die 6? Sind es 8? Oder kommen wir auch mit 4 aus? Und gibt es da eine Superordnung? Kann man die vielleicht hierarchisch alle anordnen? Solche Fragen sind natürlich wissenschaftliche Fragen. Aber diese Schutzziele sind das Scharnier, um zu entkoppeln, was die Norm will und was wir an Funktionen wollen, an Technik wollen. Ja, das ist der Aufsatz dazu. So, jetzt gehe ich nochmal wieder zurück. Für uns ist wichtig Artikel 5. Und man findet nicht ohne Grund die Schutzziele alle. Habe ich noch einen? Nö. Das heißt, man findet relativ leicht nur in Artikel 5 diese ganzen Schutzziele da drin. Warum ist der jetzt da oben weg? Keine Ahnung. Da oben ist die Verfügbarkeit noch. Nee, was ist da oben? Transparenz. Keine Ahnung, warum es jetzt ausblendet. Okay, also das heißt,
Das heißt, das ist der Normtext, den sich eine Politiker ausgedacht haben. Das ist das, womit wir Techniker was anfangen können. Wir wissen genau, was zu tun ist. Hier. So, und das geht nicht nur Artikel 5. Hier sind die ganzen Schutzziele. Datenminimierung ist nochmal mit dazugekommen. Verfügbarkeit, Integrität. Und hier sind die ganzen Artikel aus der Datenschutzgrundverordnung drin. Und hier unten sind die ganzen Erwägungsgründe aus der Datenschutzgrundverordnung drin. Erwägungsgründe. Das sind die Kommentierungen dieser Artikel. Die sind auch nochmal wichtig für die Juristen. Hier wird nochmal gesagt, was in Artikel 32 drinsteht, wird hier irgendwo noch gesagt. Ja? Also, das Modell ist hervorragend verankert in der Datenschutzgrundverordnung. Darum geht's. So. Schutzbedarf, sage ich euch noch was, Schutzbedarf ist aus der betroffenen Perspektive. Wir müssen noch skalieren können. Man kann ja als kleine Klitscher, wenn ich ein Metzger bin und ich soll ein bisschen IT haben, ich habe eine Personalverwaltung, muss ich jetzt eine Datenschutzfolgenabschätzung machen? Das ist eine Überlegung, da braucht eine Skalierbarkeit rein. Deswegen muss man Schutzbedarf haben. Und der Schutzbedarf aus der IT-Sicherheit, wer von euch kennt BSI-Grundschutz? Wer hat schon mal Grundschutz gemacht? Nicht? Keine Erfahrung? Da gibt es 3 Stufen an Schutzbedarf, normal, hoch und sehr hoch. Und da haben wir uns angepasst mit diesem Modell. Sagen wir, normaler Schutzbedarf besteht allein deshalb, weil eine Organisation mit personenbezogenen Daten verarbeitet. Normaler Schutzbedarf, das heißt schon viel. Es muss protokolliert werden, es muss sauber gelöscht werden, gewiped werden, es muss anständig, das Schlüsselmanagement fürs Verschlüsseln muss da sein. Nicht, dass irgendwie mein geheimer Schlüssel noch auf meiner Mühle hier einfach irgendwo so rumliegt noch. Das kommt alles ja gar nicht in Frage. Und hoher Schutzbedarf besteht, wenn Betroffene von den Entscheidungen an Leistungen einer Organisation abhängig sind. Und das ist beim Staat der Fall. Wir sind vom Staat abhängig. Haben wir in der Regel hohen Schutzbedarf in den Daten. Wenn eine Organisation Daten verarbeitet, welche gesetzlich als besonders schutzwürdig ausgewiesen sind, das ist Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung, Gewerkschaftszugehörigkeit, was haben wir da alles, kriege ich jetzt nicht zusammen, Artikel 9, steht in Artikel 9 drin, sexuelle Orientierung und all das heißt hoher Schutzbedarf an Daten, dann muss man sofort das System ganz besonders sicher und datenschutzfreundlich machen. Oder hier, wenn es keine real nachweislich funktionierende Möglichkeit der Intervention und des Selbstschutzes für Betroffene bereitstehen, wenn man sich gegen eine Organisation nicht wehren kann. Gegen Staat ist schon schwierig, geht aber grundsätzlich. Als ich meine Tochter anmelden wollte, ich habe es jetzt am Ende nicht gemacht, aber da hatte ich überlegt, ob ich sie Firlefanz nenne. Und zwar gegenüber der Sachbearbeiterin. Ich wollte wissen, wie die mit mir umgeht. Ob sie sagt, Herr Ross, Sie tun Ihrer Tochter keinen Gefallen, wenn Sie Ihre Tochter Firlefanz nennen. Hier haben Sie einen Katalog, das akzeptiere ich nicht. Hier haben Sie einen Namen von 3000, suchen Sie einen vernünftigen Namen aus diesem Namenskatalog raus. Und wenn ich jetzt nachweisen kann, dass aber Firlefanz, meinetwegen, ich keine Ahnung, in Kiswahili der Name einer Prinzessin ist, einer würdigen Prinzessin, dann hätte ich eine Chance. Das ist toll. Aber ich habe den Stress nicht gemacht. Also das, früher hatte ich meinen Spaß daran, aber mittlerweile, was soll das? Gegen Facebook kann man sich nicht wehren. Und gegen Google. Die machen, was sie wollen. Das heißt, die stellen sich sozusagen über den Staat. Das heißt, man hat keine Möglichkeit der Intervention da drin. Das heißt, grundrechtlich nicht zu vereinbaren. Dicht machen den Laden. So. Sehr hoher Schutzbedarf, wenn Gefahr für Leib und Leben bedroht für die Betroffenen. Also diese Dreier. Damit hat man eine Skalierbarkeit in den Maßnahmen drin. Was zum Beispiel jetzt die Qualität der Protokollierung angeht. Zum Beispiel. So, und dann hat man noch Verfahrenskomponenten. Man muss Daten, IT-Systeme und Prozesse voneinander unterscheiden. Und dann hat man so ein Modell. So, dann weiß man auch, was eigentlich das soll aus dem Datenschutz ist. Hier ist das ganze Datenschutzgesetz drin. Datenschutzgesetze, Verordnungen, Verträge, Policies, alles das, auch alles das, womit man so zu tun hat in seiner Organisation, die sozusagen sagen, wie man eigentlich ein Verfahren gestalten muss, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dann hat man hier die Schutzziele, Verfahrenskomponenten, Datensysteme, Prozesse und Schutzbedarf, normal, hoch und sehr hoch. Und dann kann man Referenzschutzmaßnahmen ausweisen. Hier, Dokumentation, Mandantentrennung, Identity Management, alles das, man auditiert, man verschlüsselt, man testet, man hat Betriebsvereinbarungen, all so ein ganzes Zeugs. Das ist sozusagen das Soll. Und als Techniker will ich diesen ganzen Kram hier einfach vergessen. Ich will doch nicht jedes Mal wieder in ein Gesetz reingucken müssen. Ich will eigentlich nur Referenzschutzmaßnahmen haben. Checklistenartig. So. Und das bietet dieses Standarddatenschutzmodell. Das heißt, was praktisch zu tun ist, ist eigentlich klar. Da muss man auch nicht mehr diskutieren. Es ist klar, was zu tun ist, technisch. Wissen wir auch alle. So, und dieses Standarddatenschutzmodell ist auch akzeptiert. Das gehe ich jetzt, ich will euch davon nicht allzu viel erzählen, nur das Ding ist, die Datenschutzbeauftragtenkonferenz hat die SDR-Methodik, die ich jetzt super schnell vorgestellt habe, 2016, ziemlich genau vor einem Jahr akzeptiert. Das heißt, alle Datenschutzbehörden in Deutschland prüfen nach dieser Methodik. Was nicht der Fall ist, das haben sie aber vor einem Jahr gesagt, dass sie es so tun wollen. Ich habe große Nachfrage im Moment, gerade aus dem Privatbereich. Viele gerade große Organisationen gehen mit dieser Methodik eigentlich los. Die englische Übersetzung liegt auch schon vor. Und wenn man das ganze Ding muss ja auch nach Brüssel, sonst wird das Ganze nichts. Okay, jetzt kann man auch sagen, was eine Datenschutzprüfung ist. Und das kann man auch, wenn wir als Aufsichtsbehörde losgehen und prüfen, dann kann man zum Beispiel auch mal sagen, was ist denn da? Das Ding musste ich selber basteln. Als ich vor 17 Jahren angefangen hatte, dachte ich, dass wir mit Kollegen mal so ein bisschen so eine kleine Entscheidungstabelle irgendwie sowas bauen können. Was ist eigentlich eine Prüfung? Habe ich aber nicht bekommen, musste ich selber mal. Brauchte 15 Jahre für diese alberne Grafik.
Besteht Personenbezug? Nein. Ende der Datenschutzbestimmung. Ja, Personenbezug besteht. Ist klar, ne? Ist die Ausgangssituation, Personenbezug. Dann ist das nächste, völlig logische Frage, reicht die Rechtsgrundlage, dass die Daten verarbeitet werden dürfen? Die dürfen ja keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Die brauchen also ein gutes Gesetz oder eine gute Einwilligung und einen guten Vertrag. Nein, die Rechtsgrundlage reicht nicht. Die Einwilligung ist eine Farce. Einwilligungen sind eine Farce. Es gibt keine Einwilligung, die hinhaut, sage ich. Also nein, die Rechtsgrundlage nicht, dann Beanstandung, vor Gericht zerren, Projektplan, Nachprüfung, alles möglich. Ja, angenommen, die Rechtsgrundlage reicht jetzt mal aus. Ja, Rechtsgrundlage reicht aus. Meinetwegen, das Gesetz ist ganz gut. Das ist auch durch, ist auch durch eigentlich mehrere gerichtliche Instanzen durchgegangen. Ja, okay, Gesetzgrundlage reicht und aus. So, jetzt ist die nächste. Ist die Datenverarbeitung auch nicht prüffähig? Die nächste Frage. Prüffähigkeit der Datenverarbeitung. Office 365 ist nicht prüffähig. Punkt. Raus, ich brauche gar nicht zu kennen, ich muss gar nicht in die Details von Office 365 rein. Das Ding kann man gar nicht prüfen. Es ist unmöglich. Also, nein, Datenverarbeitung ist nicht prüfig. Sanktion, Beratung, Projektplan, Nachprüfung, raus. Ja. Welche Konsequenz hat denn die Prüffähigkeit? Dass es nicht datenschutzgerecht ist. Das ist die Konsequenz. Ja, also, du brauchst mich jetzt nicht zu fragen, und was heißt das jetzt? Das heißt, dass mal irgendwie eine Datenschutzaufsichtsinstanz auch vielleicht mal feststellen muss, das Ding ist nicht prüffähig, das ist nicht datenschutzgerecht zu betreiben. Punkt. Ja, wir führen das gerade ein, nur weil wir. Ja, ja, es ist also nicht datenschutzgerecht. Ja, hat auch keine große Wahl. Ich ahnte es fast. So, also du hast keine. Gegen welches Schutzziel wird verstoßen? Transparenz. Und Transparenz ist dazu da, die anderen, wie Intervenierbarkeit, kann man sich wehren. Kann zum Beispiel, wenn ihr seid der Auftraggeber, wenn ihr jetzt was wollt gegenüber wer auch immer eure Instanz jetzt ist, könnt ihr irgendwas durchsetzen? Gar nichts könnt ihr durchsetzen. Und das ist mit dem Grundrecht, das ist mit der Grundrechtecharta nicht vereinbar. Das ist unglaublich, natürlich ist es total verfahren. Ihr seid absolute Clinchlage, aber total verfahren. So, aber okay, jetzt, wenn die Datenverarbeitung prüffähig ist, angenommen, ist ja nicht alles 365, es gibt ja auch kleinere Verfahren, dann kommen wir als Techie langsam rein, ob die Implementation der Funktionen und Schutzmaßnahmen überhaupt korrekt ist. Erst dann sind wir gefragt. Und dann ist die Mandantentrennung ausreichend, wird ausreichend gelöscht, wird anständig protokolliert und so weiter, stellt sich erst auf dieser Ebene. Nein, wenn die Maßnahmen nicht hinhauen, dann gibt es hier wieder eine Sanktion. Oder ja, Ende der Datenschutzprüfung. So, ich habe das vorher von meinen Kollegen leider nicht gesehen, dass die mir mal so einen groben Prüfplan machen, den ich so als jemand, der in Prozessen denkt, immer haben wollte. Das nächste, das mache ich aber jetzt nicht im Detail. Ich zeige euch mal, was jetzt Protokollierung heißt. Sollen wir Pause machen oder sowas? Machen wir Pause? Ich zähle durch, ne? Wir wollen auch alle nach Hause. Nee, ihr stört. Aber nein, ihr stört nicht wirklich. Jetzt zeige ich mal, was eigentlich Protokollierung heißt. Ja, das heißt, die Aktivitäten der Sachbearbeitung, das, was der Sachbearbeiter hier macht, das ist der Zeitstrahl, jedes X soll ein Ereignis sein, und das kristallisiert aus, was eine Sachbearbeitung macht, egal was für eine Organisation, ja, dann ist ja die Akte sozusagen ein Protokoll seiner Sachbearbeitungstätigkeit. Das ist ein Protokoll, das ist eine Akte. Ja, aber wir haben ja gleichzeitig hier auch, dass er ein Fachprogramm benutzt. Da wird ja jede Menge mitgeloggt, was das Fachprogramm nutzt. Da ist auch eine Administratorin und so weiter, die sozusagen das Fachprogramm administriert. Und dann setzt man das Ganze auf einer gigantischen Infrastruktur auf. Selbst bei kleinen Läden ja mittlerweile. Du hast da irgendwie ein SAN, NAS, du hast da einen Router, alles Mögliche und du hast verschiedene Datenbanken. So, und jetzt muss das natürlich alles protokolliert werden. Aktivität der Sachbearbeitung, Funktion des Fachprogramms, Administration des Fachprogramms, die Funktion der Infrastruktur. Da ist natürlich unglaubliche Musik drin. Virtuelle Systeme, den ganzen, was die einzelnen PCs, meine CPU-Klasse, alles, und dann noch die ganzen Sonderfunktionalitäten, die uns als Datenschützer und als IT-Sicherheitsleute interessieren. Hashen und Verschlüsseln, taugt das auch wirklich? Wird auch wirklich gehasht? Wird auch wirklich verwaltet? Werden auch die Hashes mal verglichen und nicht nur rumgehasht? Sowas an den Systemschnittstellen und die Administration der Infrastruktur und der Systemstellen. So, und dann muss das Ganze auch noch kontrolliert werden. Das heißt, wir haben allein 7 Ebenen, die zu berücksichtigen sind, wenn man die Protokollierung sauber machen will. Darunter geht es nicht. Das ist eine rein logische Frage. So, oder eine Datenschutzfolgenabschätzung, das ist elektrisiert. Artikel 35 Datenschutzgrundverordnung, habe ich euch vorhin schon erzählt, eure Organisationen müssen lauter Datenschutzfolgenabschätzung machen. Und das ist so ein Prozessablaufsplan, den wir gerade zusammen entwickelt haben. Den haben wir mit Fraunhofer, Karlsruhe, ULD, das sind wir, und mit Universität Kassel, Institut für Wirtschaftsrecht, haben wir dieses Ding entwickelt. Da steckt 30 Jahre lang Privacy Impact Assessment drin. Und das ganze Ding ist hier in diesem Teil,
Und in diesem Teil, das hier bei der Maßnahmenbestimmung und nachher bei der Implementation von Maßnahmen, ist das Standard-Datenschutzmodell darin mit eingebaut. So, das heißt, wenn man Standard-Datenschutzmodell kann, kann man auch die Datenschutzfolgenabschätzung schnell abfrühstücken. Das ist nett. So, jetzt weiß man auch, was Datenschutzmanagement heißt. Hier ist ein bisschen Deming-Zyklus drauf, auf das ist. Und das ist, was ich vorhin gesagt hatte. Hier sind die Referenzschutzmaßnahmen aus dem SOLL. Und hier sind die realen Schutzmaßnahmen, die man draußen in der Organisation hat. Da ist ganz bisschen dokumentiert, aber in der Regel nicht genug. Da wird ein bisschen irgendwie getrennt, aber in der Regel nicht genug. Also trennt man zum Beispiel zwei Mandanten in einer Datenbank mit einer dummen Regel, das reicht nicht für unseren Schutzbedarf. Hat man auf einem Betriebssystem zwei Datenbankinstanzen laufen, das reicht nicht als Trennqualität bei hohem Schutzbedarf. Das heißt, eine Datenbank auf einem Betriebssystem, vielleicht in einem virtuellen Server, dann kann man vielleicht sagen, vielleicht könnte das hohen Schutzbedarf bedienen. So, jetzt möchte ich zum Abschluss kommen, es war auch lang genug, möchte ich, welche politischen Forderungen sind eigentlich zu stellen? Das Dilemma, das 365-Dilemma und dass es immer schlimmer wird, dass man, keine Ahnung, dass einem die Maschinen nicht mehr gehören, man weiß nicht, was Windows 10 ist, sondern eine einzige Katastrophe. Das ist doch einfach nur ein Witz. Also das ist doch, so, aber warum stellen die Datenschützer das nicht einfach auch mal fest, dass das ein Witz ist? Und zwar richtig. So, mit welchen Risiken hat man jetzt einfach zu tun aus der Datenschutzsicht? Also die Datenschutzaufsichtsbehörden und die Politik sind aufgefordert, politische Forderungen zu stellen aufgrund der Risikoanalyse, die man mal machen muss. So, und das erste ist zum Beispiel das Risiko 1 aus der betroffenen Perspektive. Von mir als Bürger, als Patient, als Kunde. Organisationen betreiben ein nicht legitimes Verfahren. Und jetzt kommen wir mal zurück auf das Legitime vorhin, was du gesagt hattest. Es gibt beim Bundesverfassungsgericht so in den 50er Jahren ein Standardurteil, das nennt sich Zwergenweitwurf. Das lernt man als Juristin, als Jurist in den ersten Semestern. Da haben Zwerge, kleine Menschen, davon gelebt, sich in die Ecke werfen zu lassen. Da konnte man auskömmlich auf so einem Zirkus konnte man von leben. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es mit der Würde des Menschen nicht vereinbar ist, sich in die Ecke werfen zu lassen. Die Zwerge, die davon gelebt haben, waren entsetzt. Das war ihr Einkommen, sich da degradieren zu lassen, also entwürdigen zu lassen, ist aber nicht erlaubt. Das war nicht legitim, dass Menschen als Objekte in Ecken geworfen werden dürfen. Das war nicht legitim. Ich sage das, was ich habe jetzt mein Handy jetzt nicht bei mir, aber das, was Google mit unseren Androids macht und was Apple macht und so weiter. Wir haben haben die Nazis von geträumt, sozusagen, uns genau lokalisieren zu können, wo die Menschen alle sind. Wir sind ja perfekt lokalisierbar. Das ist nicht legitim. Wer hatte das angestrengt? Die Staatsanwaltschaft damals? Oder? Das weiß ich nicht. Das, keine Ahnung, wie das genau zustande gekommen ist. Ich weiß nur, dass die Zwerge, die kleinen, wüchsigen Menschen einfach total verzweifelt waren, so über dieses blöde Urteil. Ja, also ich halte das, was gerade abläuft von einem kranken Unternehmen, für nicht legitim. Das ist, das wird nicht festgestellt. Auch von uns Datenschutzaufsichtsinstanzen nicht. Das zweite ist, dass der Grundrechtseingriff einer Organisation, dass das nicht gut bestimmt wird. Was ist ein Grundrechtseingriff? Dass ein Gefangener, dass seine Souveränität über den Raum eingeschränkt wird als ein Gefangener, das ist völlig klar. Das ist ein Grundrechtseingriff. Aber der hat ja auch vorher was gemacht, der ist verurteilt worden, dass es gesellschaftlich übereinkommt ist, dass so ein Gefangener jetzt aber auch eingesperrt sein soll, weil er was Schlimmes gemacht hat. Ja, es gibt aber Grundrechtseingriffe, die so stark in deine Biografie eingreifen, wo man aber sagen würde, wo man gar kein Gefühl dafür hat, wie intensiv das eigentlich ist. Hat jemand mal ein Beispiel? Wo werden noch in Grundrechte eingegriffen? Mir fallen auf Schlag, als ich das schrieb, sind mir auch zwei Sachen eingefallen. Wo man. Ja? Wehrdienst schränkt die Berufswahl ein. Wehrdienst auch, aber das ist auch klar. Als Soldat hat man so mal ein Jahr lang so. Ja, das meine ich aber nicht. Es gibt noch andere Fälle, ja? Blutproben bei Fahren unter Alkoholeinfluss. Ja, das ist auch das wird auch die Integrität des Körpers angegriffen. Nee, ich meine. Geschlecht, also. Nochmal bitte. Es wird ja gerade geschlecht mittlerweile, wenn die Polizeibeamten selber entscheiden, haben keine Richter vorbereitet. Oh, keine Richter vorbereitet. Okay. Ja, an die Sachen, an die ich denke, das also was noch relativ auch klar ist, Krankenhaus, ganz harter Eingriff, aber Schule, den Lehrern ist doch gar nicht klar. Lehrer bestimmen über 12 Jahre lang über die ganze gesamte Biografie von Menschen. Das ist ein gigantischer Grundrechtseingriff. Das ist den Lehrern überhaupt nicht klar. Nach meinem Eindruck ist das überhaupt nicht klar. Ich finde, das kommt dem nach, was eigentlich im Gefängnisaufenthalt läuft, eigentlich nicht viel nach. Was die Intensität des Grundrechts ist. Dir wird gesagt, du bist schlecht in Mathe. Weil du hast einen beschissenen Mathelehrer gehabt. Das ist alles. Du bist schlecht in Mathe. Du kannst kein Mathe. Und das wird dein ganzes Leben ruiniert, weil du immer denkst, du kannst kein Mathe. Was Blödsinn war. Möglicherweise kannst du Mathe. Da sind an zwei, drei Stellen ist das mal unglücklich gelaufen. Und prompt kannst du kein Mathe. Also,
Das ist sowas, dass der Grundrechtseingriff nicht richtig gesehen wird. Und es gibt viele Stellen, glaube ich, in dieser Gesellschaft, wo das nicht gesehen wird, wie sehr Organisationen über die Biografie von Menschen bestimmen. Das Zweite ist, und das ist jetzt etwas typischer, dass der Zweck, diese Daten, ich kriege nur die Daten, um meine Ware hinzusenden. Das bedeutet nicht, dass diese Waren nur um die Waren Geldtransaktionen hinzubekommen, auch die Marketingabteilung haben darf, darauf umrechnen darf und ihr Profiling fahren darf. Das ist nicht erlaubt, das ist eine Zweckdehnung. Man hat die Daten nur bekommen, um diese Transaktion abzuwickeln. Tatsächlich ist es aber so, dass man auf den Daten, alles her mit den Daten, Big Data rein, wir machen unsere ArongoDB hoch oder Neo4j, damit können wir endlich geil alles modellieren. Und so läuft es im Moment, das ist aber nicht grundrechtskonform. Das nächste ist, eine Organisation betreibt keine anständigen Maßnahmen der IT-Sicherheit, ist auch. Das wird zunehmend harmloser. Das können die Organisationen mittlerweile. Sie betreiben IT-Sicherheit, sie versuchen das, weil auch die Geschäftsführer nämlich sehr wohl wissen, dass sie Assets haben, die sie schützen müssen. Das ist nicht mehr das Problem. Jetzt wird es wieder spannender. Die Maßnahmen der IT-Sicherheit müssen grundrechtskonform gestaltet sein. So. Das heißt, auch Maßnahmen der IT-Sicherheit, zum Beispiel der Verschlüsselung, muss datenschutzgerecht eingerichtet sein. Das kann man ja IT-Sicherheitsleuten mal sagen. Die besten im Moment, wenn ihr mal guckt auf die Einkommensverteilung, wer im Moment am besten verdient, an der Computerwoche hatte ich gerade letztens wieder eine Statistik gesehen. Wer ist ganz oben? Ganz unten sind die mit 33.000 Jahreseinkommen. Wer ist ganz unten? Idee? Wer verdient im Moment in der IT-Branche am wenigsten? Webentwickler. Genau, 33.000. Dachte mir, oh scheiße. Und wer ist ganz oben? Wer ist ganz oben? Nein. IT-Sicherheitsleute. Die sind mal von hier unten ganz hoch, die ganz oben, ganz oben. Das heißt, die IT-Sicherheitsleute im Moment haben das Sagen und die kriegt man gar nicht eingefangen. Und das ist im Moment auch die Kämpfe, die ich habe. Ich muss IT-Sicherheitsleuten sagen, so, und jetzt machen wir das Ganze nochmal datenschutzgerecht. Also es kommt in die Denial-of-Service-Attack rein. Der IT-Sicherheitsbeauftragte so, ich muss jedes Päckchen sehen. Das ist richtig, dass er jedes sehen will. Dafür habe ich auch Verständnis. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er beliebig sich alles angucken kann. Sondern dann kommt hier noch der Personalmensch dazu und dann kommt noch der Datenschutzbeauftragte dazu. Hier sitzt der Admin, der IT-Sicherheitsbeauftragte. Der Admin ist der Einzige, der überhaupt eine Ahnung hat auf einer Firewall. Und dann guckt man sich die Päckchen an und sagt, da ist dieses Töpfchen oder dieses Töpfchen. Also das ist nur ein Beispiel dafür, dass auch die IT-Sicherheit datenschutzgerecht geformt sein muss. Risiko 6, das Angreifermodell ist schlecht. Ich hatte am Anfang gesagt, uns Datenschützer interessieren die Hacker fast nicht mehr, weil die IT-Sicherheit sich mittlerweile dafür drum kümmert. Das war vor 15 Jahren noch anders. Die IT-Sicherheit hatte keine gesetzliche Grundlage. Man musste eine Organisation nicht sicher machen, es sei denn aus Datenschutzsicht, aber nicht aus genuiner IT-Sicherheitssicht, war es eigentlich egal. Deswegen hat man sich bei den Datenschützern die IT-Sicherheit abgeholt, hat aber auch nur IT-Sicherheit gemacht, für die Organisation, nicht aber für die Betroffenen. Also das Angreifermodell ist schlecht. Das heißt, die Organisation selber ist der Angreifer. Wenn man das, ihr kommt damit klar, aber wenn ich so Vorträge halte und in Organisationen feine Herren vor mir sitzen habe und sage, sie sind der Angreifer, warum muss ich das denn so hart ausdrücken? Nee, weil es so ist. Und das Letzte, es wird die personenbezogenen es wird nicht geprüft. Datenschutzprüfung findet nicht statt. Die Datenschutzaufsichtsbehörden tun fast nichts. Ein bisschen was tun sie, aber sie müssten viel, viel mehr tun. Dazu komme ich auch gleich. Und aus diesen Risiken mache ich jetzt noch ein paar politische Folgerungen. So. Die ganze Datenschutzgrundverordnung setzt extrem darauf hier, dass Datenschutz auch geprüft wird. Vor wenigen Jahren hat eine Kollegin aus Nordrhein-Westfalen folgende Statistik aufgemacht. In Nordrhein-Westfalen von zwei Datenschutzkolleginnen für 4 Stunden belästigt zu werden, die Wahrscheinlichkeit ist 1 in 1.000 Jahren. Es ist also betriebswirtschaftlich absolut ökonomisch, sich nicht um Datenschutz zu kümmern. Man wird nicht geprüft. Es sei denn, dass die Konkurrenz natürlich hinterher mehr ist. Aber also ich kann verstehen, oder es ist vom betriebswirtschaftlichen Kalkül her, und so muss man sich um Datenschutz nicht kümmern. So, jetzt gehen wir mal zu den politischen Forderungen. Das war Risiko 1, Betrieb nicht legitimer Verfahren erschweren. Ich denke, dass man jedes personenbezogene Verfahren genehmigen muss. Jeder App-Entwickler oder so muss, bevor das rausgeht, muss genehmigt werden. Ganz hart. Ja, passt überhaupt nicht in die politische Landschaft. Da will man ja immer alles schön frei und so weiter. Ich wüsste kein anderes. Wenn man Gift in Rhein einleitet, muss man das auch genehmigen. Und das Gefährdungspotenzial ist ungefähr das Gleiche. Also, nichts darf mehr rausgehen, bevor es nicht genehmigt ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass die vollständig prüffähige Spezifikation vorliegen muss, die Dokumentation und die Datenschutzfolgenabschätzung durch den Antragsteller. Muss alles vorliegen, und zwar anständig, sonst wird es von vornherein nicht genehmigt. Falsche Bestimmung der Eingriffsintensität. Wir brauchen gut ausgebildete Leute. Also wir brauchen Datenschutz-Soziologinnen, Datenschutzjuristinnen, Informatikerinnen, Spezialisten. All die müssen ausgebildet werden auf Datenschutz. Datenschutzausbildung findet nicht statt. Auch nicht bei den Juristen. Und man macht bei den Informatikern IT-Sicherheit, aber nicht Datenschutz.
Man macht ein bisschen Datenschutzvorlesung, dann macht man ein bisschen, dann macht man ein bisschen Datenschutzrecht und so weiter. Ihr seid aber noch nicht ausgebildet. Ihr habt mal ein bisschen, habt ihr in die DSGVO reingeguckt, was habt ihr? Was worin besteht eure Ausbildung? Sag mal bitte. Ja, erzähl mal, was ist die Hauptregel im Datenschutz nochmal? Was ist dein Gebiet? Hol dir eine Einwilligung, sonst sagt jemand, du Menschen Also, ich stelle mir unter einer Ausbildung tatsächlich irgendwie 6 Semester vor und zwar volle Kante, volle Elle. Und nicht so ein bisschen da, naja. Drittes war diese Zweckdehnung erschweren. Dass Organisationen mit den Daten nicht einfach, nicht einfach die Zwecke dehnen können. Das heißt, wenn man sie an die Büchse kriegt, sofort ein Verfahren stilllegen. Und zwar Techniken bis zur Heilung verwenden. Das heißt, eine Organisation im Privatbereich, ein Unternehmen, darf erst wieder etwas verwenden, wenn sie nachgewiesen haben, dass sie das nicht mehr machen. Im Moment ist es so, die bezahlen ein Bußgeld und dann machen die weiter? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, die machen weiter. Da ändert sich gar nichts, außer dass sie dafür bezahlt haben. Ist doch ein Witz. Hohes Bußgeld kann gar nicht hoch genug sein. Im öffentlichen Bereich ist es leider etwas komplizierter, weil wenn die Polizei und also in der ganzen Exekutive, die kann man nicht stilllegen. Nein. Nein, ich denke, man muss den Vorfall sofort veröffentlichen, einen Untersuchungsausschuss bilden und man muss die Verantwortlichen sofort strafrechtlich sanktionieren, vielleicht Entverbeamten. Ich weiß nicht, ob es das geht. Oder Entbeamtung oder irgendwie sowas ganz Böses. Ich habe ein Jahr Freiheitsstrafen verurteilt. Okay, Freiheitsstrafen, genau. Ja, musst du erfordern. Muss erfordern, dann kriege ich die Verbeamtung. Bist du Jurist? Nee. Okay. So, und dann gibt es noch einen ganzen Teil der öffentlichen Bereich, den kann man mal stilllegen. Die Ministerien kann man mal stilllegen, auch die Hochschulen kann man auch ruhig mal stilllegen und so weiter. Und zwar, wenn sie sich nicht an die Zweckbindung halten. Und dann wieder Prüfung auf strafliche Sanktionierung. Und das, was ich hier so vorgelesen habe, das gilt eigentlich auch für die anderen Risiken 4, 5 und 6. Also wenn keine IT-Sicherheit gemacht wird, wenn die IT-Sicherheit nicht mit Datenschutz profiliert wird oder wenn ein schwaches Angreifermodell genutzt wird, dann ist das, was ich gerade schon gesagt habe, Stilllegung des Verfahrens, sofort stilllegen. Nicht warten. Und das im Moment passiert da ja gar nichts. So, und jetzt noch das siebte ist, jetzt bin ich auch ziemlich am Ende, Datenschutzaufsicht. Ich habe gesagt, die ist bisher nicht wirksam. Wir haben keine wirksame Datenschutzaufsicht. Datenschutzprüfung findet nicht statt. Facebook macht einfach weiter. Apple macht einfach weiter. Also wir brauchen eine Schulung von Datenschutzmitarbeitern, ganz wichtig. Wir brauchen eine Standardisierung von Datenschutzprüfmethoden, Prüfungen und Prüfberichten. Da habe ich euch das Standard-Datenschutzmodell gezeigt. Ich bin schon seit einigen Jahren dabei. Das durchzusetzen, das ist eine sehr, sehr zähe Angelegenheit. Festlegung von Prüfquoten, die Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein könnte zum Beispiel aufgelegt bekommen, 50 Initiativprüfungen im Jahr zu machen. Und zwar bei Sicherheitsbehörden, da wo es wehtut. Sicherheitsbehörden, bei der Leistungsverwaltung, also Hartz IV, wo Geld ausgezahlt wird, wo Leute sich nackt machen müssen, damit sie Hartz IV kriegen. Bei den Hochschulen, in den Arztpraxen, Banken und Versicherungen, da ist auch ganz viel Musik drin, Dateien, Adresszahlen, Kommunalverwaltung, Rechtsanwälte, Internetprovider. So. Das heißt, da sind immer jedes Jahr Prüfungen zu machen. Das müsste eine Quote sein. Durchgriff auf der Datenschutzaufsicht wie in den Steuerbehörden, die dürfen sehr viel, so viel wollen wir auch dürfen. Dann Sanktionen bei Untätigkeit der öffentlichen Datenschutzbehörden, ein bisschen gibt es auch, die Datenschutzgrundverordnung sieht das vor. Das heißt, wenn eine Datenschutzaufsicht nichts macht, dann muss man sie auch rankriegen können. Ja, regelmäßige Audits der Aktivitäten, das heißt, die Aufsichtsbehörden selber müssen auditiert sein. Und dann auch ein paar Ressourcen. Wir brauchen auch mehr Personal. Wir haben albern wenig Personal. Frau Schulz-Gerhard-Dutti hat vor ungefähr einem Jahr einen klasse Artikel in der Heise geschrieben, wie albern die Personalausstattung der Datenschützer ist im Vergleich zu allem anderen. Steuern oder auch IT-Sicherheit. Ja, das ist ein bisschen Literatur. Wenn man das sich genauer angucken will, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Stichwort Durchsetzbarkeit. Wie will man europäisches Datenschutzrecht durchsetzen gegenüber einem Unternehmen, was im schönen kalifornischen Mountain View sitzt, keine einzige Niederlassung, keine Serverfarm oder ähnliches auf europäischem Boden hat? Ja, das Verfahren darf hier nicht angeboten sein. Darf es nicht. Extreme Besteuerung. So, also nicht wie Irland, kommt zu uns, wir brauchen uns bezahlen keine Steuern, sondern ja, muss man eintrennen. Weiß ich nicht. Ich muss mir keinen Gedanken machen, wie man das macht. Aber wenn hier ihre Geschäfte machen, müssen hier auch die Steuern abgeführt werden. Ich denke, dass das geht. Da wird man Instrument. Wenn man es politisch will man ja nicht. Die Politik will das ja nicht, weil wozu? Es muss doch der Staat keine Vorratsdatenspeicherung mehr machen, die teuer ist, sondern greift dann auf die Privaten zu.
Herr Facebook mit den Daten. Die, die wir selber aus grundrechtlichen Gründen nicht erheben dürfen, holen wir uns bei den Amerikanern ab. Und das ist ja das Ärgerliche. Die Amerikaner können natürlich auf amerikanische Unternehmen zugreifen. Die Deutschen können bloß leider nicht, weil sie nicht ganz so geachtet sind, im Spiel der Geheimnisse mit dazugreifen. Noch eine kleine Täuschung vielleicht. Wenn US-Unternehmen ohne wieder Wimper zu zucken, scheinbar astronomische Bußgelder bezahlen, dann liegt das ja wohl in Wirklichkeit daran, dass sie die aus der Portokasse begleichen. Ja, das kann sein. Mich interessiert die Ökonomisierung ja nicht. Alle sind besoffen für Ökonomie, die können auch nichts anderes. Also man lernt ja nur noch Ökonomie. Das ist ja sozusagen Brainwash pur. Ich gehe an Grundrechte, das ist ja was ganz anderes. Das heißt, das ist ganz egal mit Zahlen und Nichtzahlen. Es geht darum, dass die Subjektqualität nicht angegriffen werden darf. Dass es also eine Achtung des Einzelnen geben muss. Und dann kann man, so wie Trump eben so, der alles verkauft, der auch irgendwie Naturgeschichten, so eine Tour, das geht dann nicht. Wir haben Vorbilder natürlich, was Stilllegung von Verfahren anbetrifft. Die Chinesen machen es uns vor. Die sperren nämlich einfach manche Anbieter. Die Frage ist, ob wir das wollen, ein Geschmäckle sozusagen. Wir haben Geschmäckle, aber im Moment sind wir alle ausgeliefert Google. Also wenn Google eine Drohne auf uns ansetzt, hat der Sascha Lobo ganz wunderbar darauf hingewiesen, dann werden wir einfach fern abgeknallt, wenn wir einfach nicht mehr passen. Im Moment nicht in Deutschland, hier hat man keine Angst. Aber meine Frau arbeitet in einer Apotheke, da hat sie auch eine türkische Kollegin. Und diese türkische Kollegin hat sich irgendwann mal, die ist ein völlig unpolitischer Mensch ansonsten, irgendwie über Erdogan mal unrespektierlich geäußert. Die hat Angst. Die hat Angst, weil sie auf WhatsApp mal gesagt hat, oh, mit Erdogan, der spinnt ja wohl. Und da hat ihr Vater aus der Türkei gesagt, hör auf, sag nichts über... So, das heißt, selbst in Deutschland, wahrscheinlich der sichersten Orte, was Grundrechte angeht und so weiter, gibt es Menschen, ein paar Millionen Menschen, die Angst haben vor Erdogan. So weit greift das durch. Also wir spüren das nicht so, aber Sascha Lobo hat sehr deutlich gemacht, wie man außerhalb, sagen wir mal von Zentraleuropa, ganz große Angst hat, dass man einfach nur automatisiert abgeknallt wird durch eine Drohne, weil wir wunderbar ortbar sind über unsere Androids. Ja? Ab Mai 2018, wenn ich dann bei irgendeinem Unternehmen dann meine Daten einfordere und sehe, die speichern viel mehr über mich, als sie sollten, wie zwinge ich jetzt diese Firma zur Datensparsamkeit? Wo gehe ich hin? Du gehst, also erstens, dich interessieren gar nicht die Daten, die sie so gespeichert haben, sondern die sie gerechnet haben. Ja, das ist nur das eine. Und du willst nicht nur die Daten haben, die sie über dich haben, deine ganzen Standarddaten, sondern auch die ganze Profiling, die sie gemacht haben. Dass sie nämlich sagen, dass du eigentlich ein Schisser bist vom Typ her und kein Angreifer. Denn selbst die wissen mehr über dich als du. Ja, weil sie ja wissen, wie du zum Beispiel in den Spielen agierst. Das ist eine Spannung. So, und also, du willst also nicht nur deine unmittelbaren Daten haben, sondern du willst auch die errechneten Daten haben. Datenportabilität ist ein Aspekt der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn du nicht zu Rande kommst, gehst du an deine LFD, an deinen Datenschutzbeauftragten ran. Den holst du ran. Und dann gehst du gemeinsam los. Und den musst du vielleicht ein bisschen trezen. Und wenn du da nicht gehst, dann kannst du mit, dann Matthias Schrems hat gerade eine neue NGO irgendwie wohl offenbar gegründet. Das wäre so mein Kandidat. An den würde ich mich wenden, meinen Fall schildern und sagen, lass uns für den EuGH gehen. Es gibt zunehmend mehr NGOs, die sich darum kümmern. Wenn sich die LFD, die Landesdatenschutzbeauftragten, nicht darum kümmern, dann geht man zu einer anständigen NGO. Und man ist nicht alleine davor. Und dann wird das durchgerungen. Also solange Rechtsstaat hier noch funktioniert, also noch funktioniert er hier, ja. Frankreich wahrscheinlich auch noch, Spanien wohl auch noch. Wohl. Ja, kriege ich Unternehmen dazu, dort Datensparsamkeit mir auch entsprechend in den Terms of Service anzubieten, wenn es im Prinzip keine Alternativen dort zu Diensten gibt, die mir genau das Feature, was ich haben will, sprich Datenschutz, dort in den Termen anbieten. Ich habe die Frage nicht genau verstanden. Was ich verstanden habe, ist, wenn man sich leisten kann, ob man Dienstleistungen einkaufen kann, die datensparsam sind. Ja, genau, oder die andere, natürlich, das ist die eine Variante. Angenommen, ich habe irgendeinen Zahlungsdienstleister, nehmen wir mal PayPal, und ich will im Prinzip, dass der Zahlungsdienstleister exakt meinen 5 Euro von A nach B verschiebt und nichts weiter mit den Daten macht, ja. Dass ich den zwingen kann, dass auch wirklich nur die 5 Euro von A nach B verschoben werden. Also wechseln kann ich zu keinem anderen, weil keiner im Markt ist. Monopol. Das ist genau der Punkt, das ist ein Monopol, das ist auch, läuft darauf hinaus. Also erstmal, das sind verschiedene Themen, die ich jetzt daraus machen könnte. Also PayPal, was willst du denn da zwingen? Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass Dienste entstehen, die datenschutzkonform sind, die musst du dir leisten können. Das heißt, die armen Menschen, die das nicht leisten können oder die es auch nicht so richtig interessiert, die auch nicht aware dafür sind, die nehmen den Billigdienst, aber bezahlen halt mit ihren Daten. So darauf läuft es ja hinaus. Also ich glaube, dass es Datenschutz geben wird in Zukunft, wenn man es sich leisten kann.
Und wenn ich im Prinzip proaktiv dafür sorgen will, dass solche Dienste entstehen? Verstehe ich nicht, biete einen an. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon einen Markt dafür gibt. So, ihr kennt ja vielleicht Yondos. Das war ja zu Tor und zum Yap, diese Anonymisierungssoftware. Und Yondos funktioniert immer noch nicht so richtig, glaube ich. Das ist immer noch, nee, da kann man immer noch nicht von leben. Die sind schon seit Jahren dabei, das sind top Leute, die sozusagen anonymen Internetkommunikation ja bereitstellen. Das ist für mich immer so ein Indikator, läuft Yondos läuft noch, lebt noch. Gut. Ja, gut, dann, ne? Du wolltest noch ein bisschen Werbung machen für deinen... Oh, das wäre geil. Wenn ihr mir noch eine Minute schenkt jetzt bitte, ich habe was ganz anderes. Ich habe vorhin von ArongoDB gesprochen, ne? Also sagt das jemand was, ArongoDB? Multimodal-DB? Sowohl das ist eine NoSQL-Datenbank als auch ein typisches SQL-Zeugs und noch so eine dritte, das Paradigma habe ich nicht so richtig verstanden, ich bin ja kein Programmierer. Und ich möchte Datenschutz modellieren können von den Normen, von der Theorie über die Norm, über die Schutzziele zu Schutzmaßnahmen. Und ich habe das bei jemandem mal gesehen, der hat die ArongoDB von unten gehabt, das ist eine Open-Source-Datenbank. Geile Performance, was MySQL kann das Ding sowieso, aber eben auch dieses NoSQL-Paradigma. Das bedeutet, dass man grafisch Beziehungen herstellen kann. Das läuft in JSON, also du hast das JSON, es läuft auch mit XML, aber mit JSON würde man seine Daten programmieren. Man hat mit einer Edge-Datei, würde man die Relation zwischen den verschiedenen Dokumenten heißen diese einzelnen Entities, miteinander verbinden können. Und dann könnte man den gesamten Datenschutz und so weiter modellieren. Seit 20 Jahren denke ich darüber nach. Papierschreiben ist einfach nur noch albern. Ich will nicht mehr Papierschreiben müssen. Das ist Quatsch. Das ist zweidimensional. Das ist Blödsinn. Ich will sozusagen nur noch in der Datenbank arbeiten können müssen. Ich suche eigentlich jemanden, der von ArongoDB Ahnung hat. Weil für mich ist das ein gigantischer Angang, das alleine machen zu müssen. Ja, ich danke, dass ich das mal erzählen durfte. Vielleicht hat ja jemand. Dann möge er bitte auf mich zukommen, wenn jemand, oder Neo4j, wenn jemand sowas kann. Aber okay, merk schon, ist nicht so. Okay. Ich danke euch.